herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich befinde mich im Moment in Moritzburg, aber nicht vor dem legendären Barockschloss von August dem Starken, sondern vor dem Fasanschlösschen, welches ich euch heute gern etwas genauer vorstellen möchte. Als August der Starke Schloss Moritzburg im 18. Jahrhundert umbauen ließ, ließ er 1728 auch eine Fasanerieanlage östlich des Jagdschlosses errichten. Dort sollten Jagdfasane für die königliche Tafel gezüchtet werden. Im Siebenjährigen Krieg wurde jedoch der Garten mit der Fasanenanlage verwüstet. Kurfürst Friedrich August III. Begann 1769, ein Jahr nach seinem Regierungsantritt, mit dem Wiederaufbau der Anlage. Friedrich August entstammt der albertinischen Linie. Er war Sohn von Kurfürst Friedrich Christian von Sachsen und dessen Gemahlin Maria Antonia von Bayern und Urenkel von August dem Starken. Camillo Graf Marcolini, der Oberkammerherr und Jugendfreund des jungen Kurfürsten, pachtete den Garten und ließ dort vom Architekten Johann Daniel Schade ein Sommerschlösschen über dem alten Fasanenhaus errichten. Der Bau für den Kurfürsten entstand zwischen 1770 und 1776 in chinoischen Formen und wurde schließlich um das Garnhaus, die Brunnenanlage, das Wohnhaus Marcolinis, die Getreidescheunen und die Stall- und Wagenschuppengebäude erweitert. Dort wurden die edlen Vögel für die sächsische Hoftafel gezüchtet. Ganz im Zeitgeschmack entstand das Schlösschen nach chinesischen oder anderen ostasiatischen Vorbildern. Diese waren im 18. Jahrhundert sehr beliebt. Im Inneren war das Schlösschen mit allen wichtigen Funktionsbereichen für den kurzen Aufenthalt der sächsischen Herrscherfamilie ausgestattet. Ab 1772 nutzte Friedrich August III. Es als Jagdschloss. An der Wand befinden sich zwei Türen hinter den Statuen. In dieser Wand befindet sich eine kleine Durchreiche, wo man den Kurfürsten bei seiner Arbeit einen Kaffee gebracht hat. Um ihn nicht zu stören, hat man ihn hier durchgereicht. Hier saß der Kurfürst am Schreibtisch, daneben stand ein kleines Sofa und hier empfing er auch die Gäste zur Audienz. Im Wohnkabinett befindet sich eine weiße Tapete mit chinesischen Motiven, welche in Sachsen im Vogtland hergestellt wurde. Es wurde maschinell gestickt. Diese Stickerei in 32 Farben ist so fein, dass man dies auch als Nadelmalerei bezeichnet. Die gelbe Borte wurde aus Seide gewebt. Die Ranke wurde mit Seidenfäden gestickt, dann wurde sie hinterher ganz behutsam ausgeschnitten, jedes Blatt per Hand. Sie wurde danach auf die gelbe Borte aufgenäht, deshalb wirkt es auch so plastisch. Früher waren alle Wände dieses Zimmers bestickt.
Dem jungen Kurfürstenpaar Friedrich August III. Und Amalie Auguste gefiel der einsame Ort mit der Fasanerie am Bernsdorfer Großteich. Sie beschlossen daher, ein neues Jagdschlösschen auf den Grundmauern des alten Pavillons in der Sichtschneise zum Schloss Moritzburg bauen zu lassen. Abseits vom strengen Hofzeremoniell konnte man sich hier in eine heile Welt träumen. Was lag näher, als sich dafür der China-Mode zu bedienen? Der Kaiser von China galt als der weise Herrscher. Genaue Vorstellungen von Land und Kultur gab es noch nicht. Aber die Exotik der ankommenden Waren aus Fernost ließ der Fantasie freien Lauf. So erhielt das neue, miniaturhafte Schlösschen chinesische Formelemente wie den Mandarin mit Sonnenschirm auf dem Dach. Auch im Inneren ist alles verspielt. Anstelle schwerer Samt- und Damasttapeten gibt es bestickte Seiden mit Blumen, Vögeln und Schmetterlingen, Strohtapeten mit Perlen oder gar Federtapeten. Alles ist luftig und leicht. Betrachtet man sich den Schrank mit den Büchern einmal näher, wird man feststellen, dass erstens die Bücher nur gemalt sind und zweitens dieser Schrank aufklappbar ist. Dahinter verbirgt sich nämlich ein Bett. Dies war in der damaligen Zeit sehr beliebt und galt als Statussymbol. Der Urenkel August des Starken, Friedrich August III. Von Sachsen, heiratete mit 18 Jahren Prinzessin Amalie Auguste von der Pfalz Zweibrücken, die in ihrer Heimat gutgehende Kurbäder kennengelernt hatte. Damit die neue Kurfürstin darauf nicht verzichten musste, hatte der Kammerherr und Freund des Kurfürsten Camillo Graf Marcolini die Idee. In dem von ihm gepachteten Moritzburger Fasanengarten ließ er für sie eine Insel im Bernsdorfer Großteich anlegen, auf der ein kleines Badehaus errichtet wurde. Ganz im Stile einer ländlichen Einsiedelei aus Rindenholz mit Strohdach gebaut, war es im Inneren mit Muscheln, Tannenzapfen und Strohtapeten verziert. Neben einer kleinen Küche gab es einen möblierten Raum mit einer kupfernen Badewanne. Das Wasser zum Baden wurde mit einer extra Wasserleitung, die unter dem Teich verlief, auf die Insel gebracht. Der junge Kurfürst liebte auch den Aufenthalt auf der einsamen Insel, allerdings nicht zum Baden, sondern zum Angeln. Um das Jagdschlösschen entsteht ein Lustgarten mit Skulpturen und einer Vogelvoliere im ostasiatischen Stil, worin teure Gold- und Silberfasane gehalten werden, allerdings nicht für die Jagd.
Am östlichen Ende des Kanals in der Sichtschneise zum Schloss thront nun die schaumgeborene Venus auf einer neuen Brunnenanlage. Von hier aus kann die Herrschaft auf kleinen Booten entlang eines künstlich angelegten Wasserkanals zum anderen Ende des Bernsdorfer Großteiches gondeln, wo künstliche Ruinenmauern errichtet wurden, Dardanellen genannt. Die Mole mit dem Leuchtturm und dem Hafen entstanden zwischen 1775 und 76. Weiterhin entstanden im gleichen Jahr eine Fregatte zum Segeln sowie zwei künstliche Inseln. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Das war meine kleine Tour durchs Fasanenschlösschen hier in Moritzburg. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein schönes Burgen- und Schlösservideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon mal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!